Und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem Netztest. Wir spielen Cult of the Lamb. Ein Spiel, was beim Steam Next Fest ganz weit oben als allererstes gelistet wurde und von den meisten gespielt wurde und das beliebteste Spiel des Next Fests. Sommerfest auf Steam ist. Kann man sogar schon vorbestellen, wenn man will. Soweit ich es verstanden habe, soweit ich es schon durch einen Netztest von einem anderen YouTuber gesehen habe, spielt man hier ein kleines Lamm, den einen Tillischen verrät und ist beauftragt, nachdem einige Sachen passiert sind, wird man dann dazu beauftragt, einen Kult zu gründen und ein Sektenführer zu sein. Wir werden es gleich sehen. Wir starten rein ins Spiel und schauen mal, wie der Kult des Lammes so passieren wird. Ich würde mal sagen, starten wir direkt rein, spielen wir Cult of the Lamb. Schauen, was dieser Kult für uns zu bieten hat. Hier, Work in Progress. Naja, ist fast schon final. Das Spiel ist schon vorbestellbar, also. Und hier, wir sind so ein kleines süßes Lamm hier. Wir sind wohl gefesselt. Sollten jetzt hier den riesigen Göttern geopfert werden. Wie es ausschaut. Ganz traurig. Gibt das kleine Lamm hier rein. Mit rein. Und begibt sich nur zum Opferaltar. Ein Spiel von Mass of Monster. Developer Digital. Ja, mal die hohen Priester dieser Religion, der wo wir Mitglied sind und der wir jetzt zu Opfer fallen werden, den wir uns jetzt opfern sollen. Niederknien, um geopfert zu werden. Das ist unsere erste Task. Oh Mann. Na dann. Uns sehen wir den letzten seiner Art. Alle anderen haben wir gejagt und hingerichtet. Okay. Mit diesem letzten Opfer wird es unmöglich sein, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Der Ketzer, der dort unten in Ketten liegt, wird zu ewiger Gefangenschaft verdammt sein. Und der alte Glauben wird erhalten bleiben. Nein, verschont mich. Ich will nicht sterben. Oha. Wir leben noch. Oder sind wir tot? Ist das das Leben nach dem Tod? Wo sind wir nun hier? In dem Reich der Ketten. Jener, der wartet, komm näher, fürchte dich nicht, denn obwohl du bereits tot bist, habe ich noch Verwendung für dich. Diese törichten Bischöfe dachten, sie könnten dich im Tode von mir fernhalten, stattdessen haben sie dich direkt zu mir geschickt. Ich schenke dir erneut Leben. Aber das hat seinen Preis. Alles, was ich von dir verlange, ist ein Kult in meinem Namen zu gründen. Sind wir im Geschäft? Haben wir die Antwort berichtet? Ja oder unbedingt? Na dann. Unbedingt. Auf geht's.
werden wir zum großen Sektenführer. Der Kult des Lammes. The Cult of the Lamb. Okay, wir haben ein Schwert. Zieh-Angriff. Aus welcher Rolle? Okay, hier müssen wir noch ein bisschen steuern. Vermeide Schaden zu nehmen. Ja. Lass mich noch ein bisschen im Kampf üben. Okay. Achso. Falsche Taste gedrückt. Hier können wir die Knochen zerfetzen. Leichenschändigung betreiben. Der alte Glaube muss sterben. Unser Kult leben darauf. Zack, zack, zack. Auf sieben, die Bull. Erstmal noch ein bisschen Rasen mähen hier. Und hier geht's lang. Okay. Ratzau. Das ist unser nächstes Treffen hier. Fürchte dich nicht, ich bin Ratau. Ich war einst ein ausgewähltes Gefäß wie du, aber diese Tage sind bereits lange Geschichte. Ich wurde ausgesandt, um dir den Weg zu weisen. Wir befinden uns tief in den Ländern des alten Glaubens und stecken in großer Gefahr. Meine Anweisungen lauten, dich in Sicherheit zu bringen. Geh weiter durch den Wald. Der Ausweg liegt vor dir. Ich werde in deiner Nähe sein. Ah ja. Hier ein Lager zerbrechen. So muss das. Und weiter geht's. Oha. Wilde Fledermäuse. Hier haben wir eine Münze. Inventar haben wir eine Münze. Eine Währung, die für alles möglich verwendet wird. Okay. Abschändigung. Und weiter hier. Drei Gegner. Nur Verwüstung hinterlassen. Na komm. Ein Steinwesen hier. Zerschmettern. Ich glaube, wir können hier noch nicht so wirklich Schaden nehmen. So ein EP-Balken oder AP-Balken oder irgendwas. Sturm sind wir ja auch noch nicht. Relativ unbesiegbar. So, dann weiter mit uns. Genau noch eine Münze. Vier Münzen haben wir jetzt.
schöner Rasenmähen hier. Ist auch schon ordentlich kahl aussehen, wie es sich gehört. Hier mal Wasser. Hier mal baden gehen. Da geht's weiter. Oha. Ratau ist wieder da. Wir sind fast in Sicherheit, aber genau da vorne. Eine weitere Armasiedlung, die gleich geopfert wird. Rette ihn und es bleibt ihm keine Wahl, es deinem neuen Kult beizutreten. Und ihr mächtigen Bischöfe des alten Glaubens, will bitte euch, das Opfer dieser erbärmlichen Seele anzunehmen. Hey, wer wagt es, unsere Ritual zu unterbrechen und den heiligen Boden zu besudeln? Wir. Zack, 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 zack. Vernichten. Hurra, es kommen neue Gegner. Neue Gegner werden aufgeschlossen. Das arme Häschen. Voller Angst. Dann retten wir es. Anhänger wartet auf Indoktrination. Ah, okay. Dann gehen wir es indoktrinieren. Sehr. Unser wir sind in Sicherheit. Das hast du gut gemacht. Die Brotkrone ermöglicht es dir, Markierungen am Boden zu verwenden, um große Entfernungen zurückzulegen. Du wirst zu einem verfallenen Tempel transportiert. Dort wirst du deinen neuen Kult gründen können. Ich sehe dich dort. Okay, auf zum Tempel. Jetzt haben sie nichts. Alle Ungläubigen geläutert. Es hat nur 6 Minuten gedauert. Okay, da geht's nicht weiter. Hallo. Diese geheiligte Boden, der einst der meine war, gehört nun dir. Diese verfallene Ruine wird die Stätte deines neuen Kults. Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen mit der Indoktrination dieser armen Seele und die warme Umarmung deines Kults. Anhänger können Ressourcen für dich sammeln. Befehle diesem da Holz oder Stein zu sammeln. Da ist der Hase zurück. Jetzt können wir gerade noch nicht öffnen. Okay. Und ihn durchtrainieren wir das kleine Häschen. Auf geht's. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich will deinen näheren Treue folgen. Okay. Torna hieß das. Hier sind früher, jetzt können wir dem einen neuen Namen geben. Wie sollte dein neuer Name sein? Virengius der Erste. Sei nun dein Ordensname. Ein Erscheinungsbild. Das Erscheinungsbild können wir ihm annehmen lassen. Vorher war ein Häschen, jetzt können wir aus einem Schwein verwandeln. Ein Fuchs. Ne, das soll schon schön, das soll schon schön ein Häschen bleiben. Aber seine Farbe kannst du mal ändern. So ein schönes dunkles Rot hier. Schwarz.
Medaille, mal wenn schon. Schönes Rot. Variante wählen. Sehr schön mit symbolischen Eigenschaften. Zynisch. Es wird um 15% schwieriger, die Stufe zu erhöhen. Das wollen wir nicht. Co-Profil. Erhalte 10 Glauben bei Erkrankung. Okay. Das klingt doch gut. Annehmen. So sei es. Unser erster. Unser erster Unterworfener. Feringius. Der erste. Achso, jetzt kann man dich. Bäume fällen. Schüttelung Steine zusammen. Ja, Bäume fällen ist das Wichtigste als erstes. Immer Bäume fällen. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein, sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer, damit kannst du die Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Okay, sammle Holz. Dafür ist er jetzt zuständig. Er sammelt jetzt Holz für uns. Er muss das jetzt selber machen. Mit Sektenanführer. Ja, es ist ja noch. Es ist ein ganz neuer Kult. Das halte ich ja für, naja. Sektenanführer selbst da. Holz hacken, Steine sammeln muss. Das kann doch eigentlich nicht. Und er ist immer noch an dem einen Baum. Okay. Er ist noch ein Anfänger. Er oder sie. Du wirst noch lernen. Was hier ist. Und jetzt können wir in den Kochstation rein platzieren. Irgendwo. Platzieren wir hier die Küche hin. Müssen wir ein bisschen drehen. Aber hier ist noch ein guter Platz. Da kann gebaut werden. Ah, okay. Es baut jetzt. Den Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen und es liegt an dir, sie Mahlzeit zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fange den Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzzügen etwas zu essen für sie, wenn ihr Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Baue Farmen, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft werden oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Ah, okay. Beeren sammeln müssen wir jetzt. Eine Mahlzeit kochen. Ja, hier fällt weiter Bäume. Dann sei fleißig. Tu dem Kult was Gutes. Du wirst doch versucht. Wir können Beeren suchen. Beeren gerichten.
das können wir auch auf einmal machen. Das geht, glaube ich, viel schneller. Ah ja, hier. So, Beeren. Lass uns mal eine Mahlzeit kochen. Eine Bärenmahlzeit. Einfach Mahlzeit aus Beeren. 15% Chance, dass die Anfänger sofort Fäkalien hinterlässt. Oha. Hergestellt. Okay. Habe ich gerade gekocht? Ah ja, hier. Eine Mahlzeit ist. Jetzt müssen wir einen Schrein einrichten. Und zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den vier Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Der von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an jenes seitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst dort Gold und willige Anhänger finden. Und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Na dann. Auf geht's. Kehre in die Länder des alten Doms zurück. Töte am. Okay, das ist unsere nächste Mission hier. Okay. Wir haben mehrere Tore. So was wie eine Level-Overworld, wenn man so will. Wir öffnen diese Tür. Ah, und seine Anhänger ist schon da und bietet für die Öffnung der Türen. Das ist sehr gut. Düsterholz. Drei Herzen. Düsterholz. Ich habe das Gefühl, jetzt wird's ernst. Betrittst die Länder des Bischofs Leshy. Jene, die nicht den Weg des alten Domes folgen, werden vernichtet. Okay, hier haben wir die Wahl zwischen zwei Waffen. Eine Klinge des Kreuzfahrers. Eine gut ausbalancierte Klinge, die einen moderaten Schaden verursacht. Und einmal Flammenschuss 1. Höre einen durchdringenden Feuerbolzen ab. Halte die Taste gedrückt und lass sie beim Ziehen los, um explodieren zu lassen. Okay, das ist eine schwere Wahl. Das Schwert gar nicht schlecht, aber ich glaube für die Demo-Version werden wir jetzt mal Flammenzauber lernen. Eifer ist der gerechte Zorn, den du durch das Niederstrecken von Ungläubigen erhältst und der wie Munition für deine Flüche wirkt. Ah ja, getötete Gegner hinterlassen Eifer. Du lädst deine Flüche auf, wenn du sehr einsam bist. Okay. Mit Z machen wir jetzt Flüche. Okay. Nehmen. Das Schwert nehmen wir auch mit. Einfach in die Flamme und das Schwert. Zu glücklich. Ah, hier sammeln wir wieder unseren
Essenz. Alles klar. Okay, jetzt kann ich jetzt hier getroffen werden. Okay, das lief noch nicht ganz so gut. Wird wohl primär wegen mich mit dem Pferd und mit dem Schwert verteidigen. Feuerstoff muss nicht noch lernen. Dann kann ich schon, aber ich muss da umgehen, damit auch ein bisschen. Bis soweit bin, das wirklich richtig einzusetzen. Ich muss mit dem Schwert erstmal besser ran. Okay, jetzt geht's hier wirklich ernst zusammen. Dann nehme ich nur noch ein Herz. Muss man ein bisschen auf die Hände aufpassen. Oha! Zum Märtyrer geboren. Setzen wir natürlich fort. Oh, den bekommt die jetzt. Ja, gut. Können wir nochmal neu starten? Neu starten ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd. Wir können nochmal von neuem versuchen, nochmal das bis zu dem Punkt nochmal spielen oder nochmal. Tja. Können wir in der Vollversion versuchen. Danke fürs Zuschauen. Auch wenn ich es jetzt ein bisschen verkackt habe am Ende, weil ich gestorben bin. Haben wir jetzt den Boss nicht besiegt. Das werden wir dann hoffentlich irgendwann mal in der Vollversion machen, weil mir hat es durchaus gefallen. Das können wir bestimmt irgendwann mal als Let's Play machen. Das ist... Finde es nicht schlecht. Wenn es dann noch einen Respawn gibt, wenn es dann die Möglichkeit gibt zu respawnen, wenn ich immer von vorne starten muss. Was ich ja denke, wovon ich ausgehe, dass das eine Vollversion da ist. Ja. Großartig. Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Entschuldigt dem Kult. Ja. Dann dem Kult of the Lamp. Of the Lamp. Dem Kult des Lammes. Ja. Man sieht sich. Bis dann und ciao.